Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Vermeidet jeglichen Ärger. Immer doch, wir gehen jetzt ins Hagni-Haus, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Nehmen uns den göttlichen Reißzahn. Und jetzt tun wir was genau? Riverna Tarsusk. Stäbe schmieden. Ich muss eine Schmiede finden, um Riverna Tarsus, Dämmer, Frost und Enders Feuer neu zu schmieden. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich neben der Taverne zum Blauen Bären in den Maira eine Schmiede gesehen. Aber zuerst muss ich die drei Stäbe zerlegen, um an ihre Hauptbestandteile zu gelangen. Danach brauche ich noch einige andere Komponenten. Vermeidet jeglichen Ärger. Habe ich doch gerade schon gesagt, dass ich das mache. Hallo. Hallo. Schön, alles klar. Hallo, Mr. Schmiede, du wurdest uns ja empfohlen. Weg damit, weg damit. Braucht keiner. So. Herstellen. Wo ist es? Da. Stab. Riverna Tarsus. Einfacher Stiel, schwache Nieten, einfache Bänder. Riverna Tarsus. Wir müssen die ja nicht stark schmieden. Wir geben die ja eh nur ab. Stab, Dämmerfrost, einfach Stiel, schwache Nieten, einfache Bänder. Wow, 16. Hui. Herstellen. Stab, Ender, Feuer, Flock, einfach Stiel, schwache Nieten, einfache Bänder. Herstellen. Toll. Zerlegen können wir die nicht wieder. Und damit haben wir die Stäbe und können zum tiefen Schlummer und zu Lord Kalor zurück. Hallöchen, Lord Kalor. Der tiefe Schlummer hat euer Kommen vorhergesagt, wie auch so vieles andere über euch. Ihr wart dazu bestimmt, die Stäbe zu finden, sie neu zu schmieden und sie letztlich zu behalten. Jene meiner Art schrecken nicht vor dem Winter zurück, aber die Nächte werden außergewöhnlich kalt und die Luft ist mit dem Gestank des Verfalls erfüllt. Es scheint, als würden die Sterblichen uns alle überdauern. Nehmt die Stäbe. Führt sie. Sie haben euch gerufen, genau wie sie einst den Blitz herabgerufen und die Erde in Brand gesteckt haben. Verliert auf eurer gefährlichen Reise nicht den Mut. Wollt ihr die sicher nicht wieder haben? Ich will die Stäbe nicht. Lebt wohl. Tüdelü. Ich will die Stäbe nicht. Na gut. Behalte ich halt die Stäbe. Urul Tusk. General Tilera wartet auf uns. Wir beobachten euch. Dienstmann, der eine Frau ist und noch ein Dienstmann. Seid in der Nähe des Generals vorsichtig. Und General Tilera. Seid gegrüßt. Ich bin General Tilera ab Gwydion, ehemalige Kommandantin der Alpha-Truppen im Osten. Und ihr seid wohl kaum die Hilfe, die mir Alynshir versprochen hatte. Sie hat sich angehört, als würde sie eine ganze Einheit von Soldaten schicken, nicht eine einzelne namenlose Söldnerin. Wer seid ihr? Ihr wirkt wie jemand, dem die Schlacht nicht fremd ist. Aber ihr habt nie in diesem Krieg gekämpft. Ansonsten wüsstet ihr, wer ich bin. Ich war einst die Kommandantin von Mel'Senshir, der Alpha-Festung im Osten. Ich habe die Tuatha bei jedem ihrer Vorstöße zurückgeschlagen, bis Balor kam. Dann brach alles auseinander. Alin hat mich geschickt, um zu helfen. Also, steckt sie hinter all dem, diese Frau? Sie hat sich schon viel zu oft in meine Angelegenheiten eingemischt und Versprechungen gemacht, die sie nie einhalten wollte. Aber gut, vielleicht ist es so auch am besten. Je weniger Leute mit mir zu tun haben, desto besser. Das Unglück folgt mir auf dem Fuße, wisst ihr? Das ist das Los, das das Schicksal für mich vorgesehen hat. Vielleicht können wir das ja ändern. Was ist denn Balor? Balor ist ein Geschöpf des Schreckens. Ein Eskarulor, den die Tuatha irgendwie dazu gezwungen haben, auf ihrer Seite zu kämpfen. Gegen die Tuatha war ich noch erfolgreich. Aber Balor kann keine gewöhnliche Waffe bezwingen. Das Dunkel muss mit Licht bekämpft werden. Okay, und ihr seid ein Yossalfar? Wir mögen erhaben sein, aber wir sind nicht schwach. Unser Land ist kalt und rau und wir üben uns seit langem in den hehren Künsten des Bogens und der Klinge. Mein Speer hat auf tausenden von Schlachtfeldern ein blutrotes Meisterwerk gemalt. Übrigens, ich wollte mal sagen, wir sind auch ein Yossalfar, ne? Also, eigentlich müsstet ihr
uns unsere Rasse nicht erklären. Aber na gut, erzählt mir von Melsenshir. Melsenshir ist das Tor nach Chlorikon. Aber es wird seit meiner Niederlage belagert. Ich habe die Stadt bereits einmal enttäuscht. Das darf mir nicht erneut geschehen. Und warte schon mal in Rathir? Jetzt, wo die Stoßtrupps der Tuatha an den Küsten patrouillieren, besitzt Rathir den einzigen Hafen, von dem aus man die Meerenge noch sicher überqueren kann. Aber nach so vielen Jahren der Hilfe für Melsenshir ist Rathirs herrschender Rat nicht länger bereit, eine Sache zu unterstützen, die er für verloren hält. Verstehe. Verstehe. Und erzählt mir von euch. Vor 10 Jahren habe ich in der Alpha-Armee gedient und Chlorikon und Melsenshir gegen die Tuatha verteidigt. Doch dann führte der Hexenritter Malvin seine Beschwörer gegen uns ins Feld. Diese Teufel haben meine Soldaten fast vollständig niedergemacht. Und jetzt belagern sie Melsenshir schon seit Jahren, während ich auf der Suche nach einer Waffe bin, um das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden. Und in Uruldhusk soll diese Waffe wohl sein? Uruldhusk, die Gruft des göttlichen Reißzahns, des gleißenden Lichts. Mit einer derartigen Waffe könnte ich die Truppen in Melsenshir sammeln und mich vielleicht wieder reinwaschen. Es heißt, die Ruine wurde von ganzen Legionen der Niskaro bewacht, angeführt von einer Bestie namens Azaghal. Ob das wahr ist oder nur eine Legende, weiß ich jedoch nicht. Na, bei unserem Glück ist es wahr. Und was sind Windsteine und woher weiß ich davon? Wir hatten welche in der Heide, aber mehr weiß ich davon auch nicht. Lange nachdem die Irati unsere Welt verlassen hatten, errichteten die Sterblichen diese Windsteine, um sie wieder zurückzurufen. Ich habe nie erlebt, dass einer von ihnen funktioniert hätte. Aber wie ich bereits sagte, bin ich nicht unbedingt für mein Glück bekannt. Vertraut mir, ich kann helfen. Es ist viele Jahre her, seit ich von einer Waffe erfuhr, die Melsenshir von den Tuatha befreien könnte. Sie befindet sich in Uruldhusk, hinter einem Tor, das dazu bestimmt ist, sich niemals zu öffnen, in einer Halle voller Niskaro. Wer auch immer die Ruine betreten will, muss sich ihnen stellen. Und wie soll das diesem Krieg helfen? In diesen Ruinen soll angeblich das gleißende Licht ruhen, ein Speer, der aus dem Reißzahn des Niskaro-Fürsten Gajar-Ohr geschnitzt wurde. Die Legenden besagen, er würde jeglichen Schrecken vernichten, sowohl im Geiste als auch auf dem Schlachtfeld. Und es gibt keinen Ort, der eine derartige Macht mehr verdient hätte als Melsenshir. Das ist wahrscheinlich wahr. Und wie bekommen wir das Tor auf? In all den Jahren haben meine Nachforschungen nur einen einzigen Hinweis auf dieses Rätsel ergeben. Wenn sich die gewaltigen Stimmen im Lied erheben. Das könnte sich auf die Windsteine beziehen, die über die gesamten Ebenen verteilt sind. Sie sind den Steinen dieser Ruine verblüffend ähnlich. Aber vielleicht suche ich auch nur verzweifelt nach Antworten. Nehmt diese Glocke. Sie stammt angeblich aus der Ruine und wurde gestohlen, als dieses Bauwerk vor Jahrhunderten errichtet wurde. Ich habe versucht, sie mit den Windsteinen zu verwenden, aber ohne Erfolg. Und nochmal, wie bekommen wir das Tor auf? Die Inschrift besagt, dass sich das Tor öffnen wird, wenn sich die gewaltigen Stimmen im Lied erheben. Ich glaube, damit sind die in ganz Eratel verteilten Windsteine gemeint. Einer von ihnen befindet sich ein kleines Stück südlich von hier. Sucht ihn auf und läutet in seiner Nähe diese Glocke. Ich bleibe hier und beobachte, ob es irgendeine Auswirkung hat. Okay, na dann, leb wohl. Die Windsteine sind über die gesamten Ebenen verteilt. Ich habe mal eine Frage. Das ist Uruldhusk, ne? Guck mal. Das Loch ist so groß wie 7/8 von uns. Warum geht die da nicht einfach durch? Na gut, da könnte es vielleicht ein bisschen... Nee, da kann sie sich doch hier an den Rand stellen. Das ist doch gar kein Problem. Ah, naja, Mädel. Achso, okay, der ist gleich da. Gut, nehme ich den Windstein. Wenn sie mir keinen anderen geben wollen, muss ich mit dem auskommen. Oh, ein Niskaro. Keiner mehr. 666 Gold. Gruselig. Telera, habt ihr zugeguckt oder euch nur die Hände gewärmt? Es ist unglaublich. Das Tor hat sich bewegt? Ich hatte alles versucht und ihr taucht einfach hier auf und es reagiert? Und konntet ihr das nicht selbst tun? Niemand konnte es. Nicht einmal die Schicksalsweber.
Sie sagten, das Schicksal habe keine Fäden gewoben, um diese Türen zu öffnen. Und doch habt ihr es geschafft. Aber wir dürfen jetzt nicht Halt machen. Nicht, solange uns das Glück hold ist. Das Tor öffnet sich. Aber ihr müsst die restlichen Windsteine finden und die Glocke läuten. Ich werde hierbleiben. Die Niskaro in der Ruine werden spüren, dass das Tor schwächer wird. Und irgendjemand wird sie zurückhalten müssen. Na schön. Und können wir das Tor schon öffnen? Geht und läutet die Glocke bei sämtlichen Windsteinen Eratel. Das ist die einzige Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Okay, leb wohl. Oder? Ja, leb wohl. Ich bleibe hier und bekämpfe jegliche Niskaro, die versuchen, sich an uns vorbeizuschleichen. Okay, da haben wir müssen zwei Windsteine in Gebieten sein, in denen wir noch nicht waren. Das ist doch jetzt undankbar. Jetzt kann ich die Quest nicht zu Ende machen. Ich wollte die jetzt eigentlich in der Folge erledigen, aber na gut. Dann halt nicht. Können wir die ausschalten? Sie hatten keine Ahnung. Wow, ein Erfolg, den ich mal freigeschalten habe im LP. Was? Ist, glaube ich, der zweite, oder? Der Flitzer, den Flitzer-Erfolg, den hat man schon. Zwei. Aua, 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 roll weg. Los, mach ihn fertig. Gut. Hat er noch was? Nö. Dann nicht. Dann gehen wir nach Dolph Whale. Ladebildschirm. Muss erstmal der Bildschirm geladen werden, deswegen heißt das so. Der Gorta. Gorta Wächter. Gorta. Der Gorta Wächter. Schatzsack. Noch ein Typ, den wir plündern können. Und dann können wir zum Windstein. Das heißt, ich hoffe, wir können zum Windstein, ohne dass wir nochmal irgendwo unterbrochen werden. Natürlich werden wir nochmal irgendwo unterbrochen. Du Kobolde, ey. Da seid ihr. Werd ich fuchsig, werd aggressiv, werd ich da. Meine Fresse, ich will zu dem Windstein. Gib mir den Sturmgeist. Warum hattet ihr den überhaupt? Ja, aber ehrlich, was machen Kobolde mit Sturmgeist? Oh, guck mal da oben. Oh, hätte ich gar nicht gewusst. Wenn man diese riesigen Viecher mal so meinen Weg wegkicken kann, ich feiere immer. Das fällt kaum auf, oder? Weil ich reiß mich da sehr zusammen. Tuata? Okay, hallo Tuata. Der Berggott wartet! Der Berggott wartet. Lass ihn lieber nicht warten. Muss ich mal aufhören damit. Ja, drei Windsteine weg. Ach, noch mehr. Ja gut. Sterblicher Leib für das Feuer. Sterb! Bams, bams. Und tschüss. Sind wir noch mehr? Ja. Freunde? Heute begegnest du. Heute begegne ich. Wahrscheinlich noch ein paar Leuten, die wir noch nicht kennen. Wisst ihr, Freunde? Ach ja, wir können ja, glaube ich, das Prismärzeug. Ach doch, die Waffe könnte man führen. Warum nimmt sie sich denn hier nicht einfach so ein Schwert mit? Das könnte man doch umschmieden, so wie wir es mit den Stäben gemacht haben. Oder wäre das zu einfach? Gut, das haben wir fertig. Da waren wir. So, ich würde sagen, damit hätten wir dann eigentlich die... Ich guck mal nochmal hier rein, was wir hier noch haben. Die Schätze von Kullen, der ist auch irgendwo anders. Das müssen wir auch woanders machen. Wanne Grinse ist auch nicht mehr ein Bekannten.
teilen und das ist auch überall woanders. Dann müssen wir ja schon wieder in einen neuen Bereich gehen. Das geht ja Schlag auf Schlag hier. Und sogar noch in dieser Folge hier. Also eigentlich wollte ich jetzt die Windsteine alle abklappern und dann nach Orotus gehen. Na. Das ist jetzt ein bisschen doof. Bisschen doof gelaufen. Ich mal zu den Kobolden. Upsi. Fertig. Hier natürlich ein Altar von Ethene. Da hätte ich das auch aufgestellt. Und da sieht man schon Rad hier ganz leicht im Hintergrund. Interessant. Hilfe. Drei Männerbogenschütze. Nein, aua. Nein, du Brüll. Aua, Junge. Was ist das denn? Nee, du musst ihn ja nicht treffen. Heutzutage irgendwie Leute zu treffen, wenn man sie töten will, das ist ja schon fast zu einfach eigentlich. Jo. Wolfi. So, der erste Teil vom Kandrian. Da sind gleich zwei Quests für uns. Mhm. Hallo, zwei Quests. Tamswagen. Hallo. Ich nehme eine. Mhm. Ich nehme an, der eine geht wird weiter. Korporal Ivar. Hallo, Korporal. Ja? Was schaut ihr so? Moment, ihr seht recht fähig aus. Für jemanden Fähigen habe ich vielleicht Arbeit. Ich bin recht fähig. Wer seid ihr denn? Ich gehöre der Kandrian-Wache schon seit etlichen Jahren an. Früher haben wir in ganz Kandrian patrouilliert. Doch nun sind wir durch seine Lordschaft hauptsächlich auf seine Feste und Mel'Aglia beschränkt. Deswegen seid ihr am äußersten Zipfel. Mel'Aglia, das ist die Stadt im Kandrian, stimmt's? Die Bewohner von Mel'Aglia verstecken sich in ihrem Dorf und hoffen, dass der Krieg einfach an ihnen vorbeiziehen wird. Für sie ist alles in Ordnung, solange sie nur nicht allzu sehr darüber nachdenken müssen, dass es auch Orte gibt, die sich nicht unter dem Rock irgendeines Lords verkriechen können. Und erzählt mir von dem Lord. Der alte Feigling hat es der Wache untersagt, über Mel'Aglia hinaus zu agieren. Wir haben uns einem direkten Befehl widersetzt, um hier draußen sein zu können. Die meisten Leute glauben, er würde tun, was für das Dorf am besten ist. Aber ich bin anderer Meinung. Ich kann nicht einfach untätig rumsitzen und nichts tun. Und wenn mich das meinen Kopf kostet, ist es eben so. Ich gebrauche ihn ja ohnehin kaum mehr. Na dann. Und erzählt mir von Bardan. Warum wart ihr mit ihm unterwegs? Der arme Gnom. Seine Tochter wurde von Konovas Dieben entführt. Was auch immer sie mit ihr vorhaben, wird sicherlich nichts Schönes sein. Und Konova ist wer? Ach, nicht einfach nur ein Dieb. Ein Sklaventreiber. Schlimmster Abschaum. Angeblich war er bei der Kandrian-Wache, ist dann aber desertiert. Hat mit dem Rauben und, schlimmer noch, dem Sklavenhandel begonnen und Kandrians schlimmste Diebe und Schurken um sich geschart. Hört sich ja nicht so gut an. Und was habt ihr für eine Aufgabe? Wir sind von Mel'Agli ausgezogen. Gegen unseren Befehl wohlgemerkt. Um einen räudigen Gauner namens Konova zu töten. Wir haben ihn gefunden. Ihn und seine Anhänger. Doch es waren mehr, als wir erwartet hatten. Nur wenige meiner Einheit konnten entkommen. Wenn ihr Konova tötet, bezahle ich euch. Na gut, das hört sich gut an. Wunderbar. Geht nach Süden, in das Lager des Schurken. Es ist riesig und beherbergt sämtliche Halunken und Diebe der Gegend. Es ist leicht zu finden. Erstattet mir Bericht, wenn Konova tot ist. Dann sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Alles klar. Wo finde ich Konova nochmal? Sein Lager ist südlich von hier. In der Nähe der Höhle von Kea Tosai. Gut, leb wohl. Möget ihr Konova zur Hölle schicken. Das machen wir.
Hallöchen, Bardantam. Ich brauche eure Hilfe, bitte. Meine Tochter Julia, sie wurde von Banditen entführt. Und mich haben diese Tiere hier zum Sterben zurückgelassen. Ich bin ein Kessler, verdammt. Welche Wilden greifen denn einen Kessler an? Julia ist alles, was mir geblieben ist. Helft ihr mir? Ich würde erstmal gerne was einkaufen. Was habt ihr denn so? Dietriche nehme ich alle mit. Und ich würde euch gerne den hier, den hier, den hier und die beiden und den hier vermachen. Na, freut ihr euch? Wusste ich doch. Ja, sonst noch was? Haben wir noch einen Goldklumpen oder sowas da? Hier haben wir noch die beiden Talentbücher, die wir mal in die Kiste legen müssten. Und ansonsten nicht mehr. Gut. Plunder haben wir nicht. Oh doch, wir hatten Plunder. Ach, was weiß ich. Altes Tagebuch. Das wollte ich in die Kiste reinlegen. Erzählt mir von euch. Die meisten Gnome bevorzugen das geschäftige Stadtleben in Odessa. Ich jedoch nicht, oh nein. Schon seit ich ein kleiner Junge war, hat es mich stets in die Ferne gezogen. Also habe ich 40 Jahre lang die Straßen von Iratel, Dalentat und Detyre bereist und meine Dienste allen angeboten, die sie sich leisten konnten. In letzter Zeit jedoch scheint die Welt immer gefährlicher zu werden. Es ist schlimmer als je zuvor. Zumindest, soweit ich mich erinnern kann. Und was ist mit eurer Tochter? Ihre Mutter starb, als Julia noch klein war. Ich habe mein Bestes gegeben, aber manchmal glaube ich, sie kümmert sich mehr um mich, als ich mich um sie. Ich habe sie das Kesslerhandwerk gelehrt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Leben auf der Straße das Richtige für sie ist. Wahrscheinlich eher, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Und ihr kommt aus Melaglia? Was auch immer ihr tut, haltet euch von diesem verfluchten Ort fern. Mit den Banditen im Westen und den Tuata-Plünderern im Norden hatte das Dorf wahrlich schon genug Probleme. Und jetzt heißt es auch noch, dort würden nachts Leute verschwinden. Was auch immer da vor sich geht, kann einfach nichts Gutes sein. Nee, wenn Leute verschwinden, ist das immer ein Zeichen für Freundschaft. Und die Kandrian-Wache habt ihr engagiert. Warum? Sie sind ein nutzloser Haufen von Holzköpfen. Sie haben die Banditen frontal angegriffen und wurden abgeschlachtet. Und dann kamen die Überlebenden hierher zurückgekrochen, um ihre Wunden zu lecken. Oh, na gut, wie kann ich helfen? Die Banditen hier sind brutal. Sie werden von einem gewissen Konova angeführt. Er hat uns am helllichten Tag angegriffen, als wir gerade aufbrechen wollten. Ich lebe schon mein ganzes Leben auf diesen Straßen. Ich weiß nur zu gut, dass den örtlichen Ganoven etwas Wegezoll zu entrichten ist. Doch diese Schurken haben meine Tochter geraubt. Ich bezahle alles, was ich habe, um sie wiederzubekommen. Sucht ihr sie? Natürlich. Danke. Ich habe gehört, wie Konova seinen Männern befohlen hat, sie zu den anderen zu werfen, bevor sie verkauft werden. Beeilt euch, um ihretwillen! Hoffentlich ergeht es euch besser als diesen Narren von der Kandrian-Wache. Sie haben nicht einmal lange genug überlebt, um das Banditenlager zu sehen. Ich will meine Tochter zurück. Ich zahle euch alles Gold, das ich habe. Und erzählt mir bitte noch etwas mehr von Konova. Ich muss meinen Feind kennen. An eurer Stelle würde ich mich von Konova fernhalten. Na gut, wo finde ich Julia? Diese Tiere haben sie in ein Lager im Süden verschleppt. Seid auf der Hut, sie sind ein brutaler Haufen. Ich würde ja vorschlagen, dass ihr es mit Diplomatie versucht. Aber ihr seht aus, als würdet ihr eine andere Sprache sprechen. Ja, tut, was ihr tun müsst. Es ist mir egal. Bringt mir meine Tochter zurück und ich belohne euch so gut ich kann. Ich wollte gerade sagen, ich debattiere gerne. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, und auch ihr. Lebt wohl. Na, oder wohl eher nicht. Lebt wohl. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ich glaube, die hat einen Krampf. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.